Willkommen, meine Sturmtruppler, zu einem neuen Projekt zusammen mit Fischen. Hi. Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ja, ich hab die dunkle Seite, nämlich schwarz. Was noch? Ja, für dich ist nur noch helle, die helle Seite übergeblieben, nämlich weiß. Und spielen wir das normal? Nein, wir spielen es natürlich nicht normal. Wir spielen es in der Soul Link Randomizer Nuzlocke Challenge. Um das mal voll ausgesprochen zu haben. Also im Prinzip sind es verschiedene Challenges miteinander verbunden. Einmal haben wir die Randomizer Challenge. Es können alle Pokémon bis inklusive der 6. Generation hier drin vorkommen, weil Schwarz-Weiß ist 6. Generation. Unabhängig davon, ob es jetzt irgendein Starter ist oder ein Mewtwo, Lugia oder sonstiges. Es kann alles vorkommen. Was haben wir noch? Soul Link. Genau. Das heißt, die Pokémon von meinem Team oder von Fäschens Team sind miteinander verbunden. Stirbt einer von mir, stirbt er gleichzeitig auch bei ihr. Ne? Die sind immer miteinander verbunden. Und was wir für uns selber gesagt haben, wenn ich ein Wassertyp habe, darf ihr Soulpartner kein Wassertyp sein. Ne? Also sind immer verschiedene Typen, die dann miteinander gesoul-linked werden. Ja. Und man darf nicht mehr als einmal den gleichen Haupttypen im eigenen Team haben. Das heißt, wenn ich jetzt schon ein Feen-Pokémon zum Beispiel gefangen habe, und der nächste Encounter, den wir fangen, hat, da habe ich wieder ein Fee-Pokémon. Darf dieses Soul-Link-Team dann nicht bei unserem aktiven Team drin sein? Das heißt, die zwei Pokémon müssten dann auf die Bank wandern. Wäre aber sehr unwahrscheinlich, dass das passieren könnte. Aber wer weiß es halt nicht. Dann sahen wir das Ganze noch mit der Nuzlocke-Challenge. Nuzlocke heißt, der erste Encounter in der Wiese ist der Encounter, den man fangen darf. Und kein weiteren. Passiert es uns, dass wir entweder diesen töten oder flüchten oder was auch immer, dann ist der entweder weg und man kann nicht weitermachen. Wenn ich ihn also töte und ich gehe dann nochmal in die Wiese und es kommt noch ein Pokémon, darf ich den nicht fangen, weil ich der erste vermasselt habe. Es gibt eine einzige Ausnahme, und zwar, wenn, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Pikachu schon in unserem Team oder schon gefangen für diese Challenge. Und als Encounter? Als Encounter, genau. Also wenn wir jetzt schon ein Pikachu als Encounter haben und wir gehen jetzt in die Wiese und es kommt wieder ein Pikachu. Das ist der einzige Grund, warum man flüchten darf und dann noch weiter suchen. Um den Encounter auszulösen. Genau. Ja, ja. Weil man einfach das Pokémon, dieses eine Pokémon schon hat, um das Ganze halt, wie gesagt. Und stirbt der Pokémon im Team, dann ist es auch tot. Genau, wie gesagt. Was ihr dann auch gleichzeitig durch diese Soul Link heißt, dass ihr es dann auch weg wäre. Aber die sind dann tot, die tun wir dann entweder freilassen oder auf die Box ablehnen, das ziehen wir dann noch. Und dann haben wir hier nochmal die Zusatz-Challenge von uns. Wir werden Pokémon Heil-Items nur die benutzen, die wir finden. Das mit dem Finne, das haben wir mit dem Randomizer auch nochmal total random gemacht. Also wenn ihr Weiß 2 schon mal gespielt habt oder Schwarz 2, ist ja jetzt egal. Und ihr wisst eigentlich ganz genau, dass dieser Pokéball, wo ich jetzt gerade drauf zulaufe, eigentlich ein Top-Trank wäre, könnte das bei uns was auch immer sein. Pokéflöte? Beleber. Ja. Beleber, man wissen es nicht. Also Beleber, ne? Ist mit also das ist auch gerendert, gerandomt. Der Rivale ist gerandomt. Wie nennt man denn? Das müssen wir auch noch. Das sollten wir eigentlich jetzt schon wissen. Sieh mal dann. Wir starten mal. Nee, Soulink noch. Soulink? Ja, und zwar, wir haben ja die zwei Starter. Die sind auf jeden Fall schon mal so ein Soulink-Pärchen, die halt miteinander verknüpft sind. Ja, das wird unser erstes Pärchen sein. Genau. Dass die ganze Challenge entsteht erst, sobald wir Pokébälle bekommen im Spiel. Genau, außer das, ja. Und Soulink ist halt eben,
das, die Starter sind miteinander verbunden und dann die erste Route jetzt hier schwarz und weiß, ist die Route 19. Das heißt, der Encounter, der dort gefangen wird, von mir und von Impi, die zwei sind dann halt auch wieder verbunden, sozusagen. Immer auf der Route. Starte mal. Ja, auf neues Spiel. Du bist noch auf weiter. Ach, bin ich jetzt wieder dran? Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Mhm. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Forschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Also, ich bin der dunkle Lord vom Todesstern und... Ich guck mal das doch jetzt mal an. Sie will eigentlich nur von dir wissen, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Sieht man das nicht? Bei der langen Zottelmähne, nee. Habe ich das richtig verstanden? Du bist also ein Junge, aka Mädchen. Mach mal ein bisschen langsam, ja? Musst du erst mal Namen eintippen. Jetzt wüsste ich gern noch, wie du heißt. Verrat mir doch bitte deinen Namen. Meine Güte, als wenn ich schon viel weiter wäre hier. Du kannst ruhig sagen, dass du Ketrix. Fee heißt du also, ist das richtig? Nee, Impi. Ja. Wirklich ein sehr schöner Name. Würdest du mir jetzt noch ein wenig über deinen Rivalen erzählen? Den Jungen aus der Nachbarschaft, meine ich. Würdest du mir vielleicht sagen, wie er heißt? Na, wie heißt unser... Also Matisse ist der Name hier. Aber wir wollen ja was Ausgefalleneres. Ja. Und was nehmen wir jetzt hier? Ausgefalleneres? Wer ist denn unser Abonnent, der am meisten kommentiert? Schatten-X. Schatten-X? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß dem nicht, wie es bei dir zustimmen. Ist. Aber bei mir ist es definitiv Schatten-X. Das passt nicht wie. Schatten. S-C-H-A-T-T-N. Oder nur mit einem T. Das ist jetzt... Aber ich würde es mit Doppel-T und dann einfach nur ein N machen. Und jetzt ein N. Mhm. Ja, und wo ist es X? Dann ein T und dann ein T, ein N. Dann ein großes X. Nee. Das hat komisch ausgesehen. Ja. Schatten X, das geht nicht. Oh, das geht. Shadow X. Oder wie?
Ich hoffe, das geht für dich in Ordnung, weil dann passt das Ganze nämlich in deine Spalten in Wäsche. Fähige kämpft noch. Gut. 3, 2, 1. Shadow X also, stimmt das so? Nein, nee. Aber was Längeres hat nicht reingepasst. Weh, Impi, ich werde euch jetzt ein Pokémon anvertrauen. Es wird ein ganz, ganz wichtiger Kamerad sein. Der Moment, in dem du das Pokémon auswählst, das fortan dein Partner auf deiner Reise sein soll, markiert den eigentlichen Startpunkt der Geschichte, die dich erwartet. Auf deiner Reise wirst du vielen Pokémon begegnen und mit vielen Menschen und ebenso vielen unterschiedlichen Ansichten in Kontakt kommen. Ich hoffe, du wirst aus all diesen Begegnungen etwas ganz Wichtiges für dein weiteres Leben mitnehmen. Ganz recht, du wirst viele Freundschaften mit Menschen und Pokémon schließen und an ihnen wachsen. Das ist das eigentliche Ziel des großen Abenteuers, das nun vor dir liegt. Dann mal los, begib dich nun in die Welt der Pokémon. Herbst. Das war ja mal sowas von chillig. Oh mein Gott. Telefon! Fädchen, Telefon. Hallo? Oh, Professor Esche, ich habe ja schon ewig nicht mehr von Ihnen gehört. Wie geht's denn? Oh, ein Pokédex etwa für mein Kind? Na klar, ich habe mir immer gewünscht, dass es bald mal auf Reisen geht. Sie wollt's los wäre. Ja. Wie, dieses Mädchen ist also schon hier? Es ist doch immer das Gleiche. Kaum ist etwas beschlossene Sache, setzen Sie es immer sofort in die Tat um. Belle heißt sie also, alles klar, mit einer großen grünen Mütze. Merken. Okay, kein Problem. Hey, ich bin wieder zu Hause. Ist es normal, dass bei den Japanern hier keine Tür ist? Also, wo ist die Privatsphäre? Kennst du Professor Escher? Sie ist eine Pokémon-Wissenschaftlerin und ich kenne sie schon ewig. Ich habe mich vorhin endlich mal wieder mit ihr unterhalten. Das kommt jetzt ein wenig plötzlich, Fee Impi, aber möchtest du einen Pokémon-Partner? Ja, Pokémon ist schon nicht schlecht, ne? Jo. Sehr schön, das hätten wir also schon mal geklärt. Aha. Und sag, weißt du, was ein Pokédex ist? Ach, das Ding, das Kenner braucht. Ganz genau, klar weißt du das. Ist es nicht toll, wie er automatisch alle Pokémon einträgt, denen du begegnest? Ja. Und noch eine Frage. Seit der ersten Gen hat sich die Technik nicht verändert, nur das Aussehen des Gerätes. Was? Und noch eine Frage. Möchtest du einen Pokédex? Jo, dann gib halt her. Prima, wir kommen der Sache immer näher. Impi, Fee, damit steht fest, was du tun musst. Ein Mädchen namens Belle ist bereits hier, um dich zu treffen. Wo? Sie ist Professor Esches Assistentin. Du erkennst sie an ihrer großen Mütze. Jetzt ist sie nur noch groß, nimm ihn grün. Genau, du musst also ein Mädchen namens Belle suchen. Und von ihr bekommst du deinen Pokémon-Partner. Kein Mädchen mit grüner Mütze, keine große Mütze, sondern ein Mädchen, das Belle heißt. Genau, und von ihr bekommst du deinen Pokémon-Partner und einen Pokédex. Jo. Oh, und dein Visu-Caster ist was in deiner Tasche, nicht wahr? Keine Ahnung. Weißt du denn, wie du deine Tasche öffnest? Hat sie Reißverschluss? Nein. Klettverschluss? Nein. Eine Schnalle?
Ja. Knopfverschluss? Ne, Schnalle. Ne Schnalle. Mhm. Dann weiß ich wie. Ja. Der Name des Mädchens ist Belle. Du erkennst sie an ihrer mal. Großen Mütze. Die grüne. Ja. Sie ist das erste Mal hier und verläuft sich vielleicht. Also suche sie. Weil wir spielen jetzt bin doch aber auch das erste Mal hier. Ja, wir wollen jetzt Verstecken spielen in einer Stadt, die wir nicht kennen. Sollen wir erst im Haus suchen? Ich glaube, da ist sie nicht. Mülleimer ist schon mal leer. Hat man hier Computer? Wenn es halt immer Multicomputer vorher besuche, da könnte meistens ein Item liegen. Wow, er hat mir nur was beigebracht. Und der Mülleimer ist auch leer. Also ich bin schon draußen. Aha. Ja, bei mir ist Nacht und bei dir? Ja, so ziemlich. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Heute kann man per Datenübertragung mit über 100 Leuten gleichzeitig spielen. Junge? Das will keiner wissen. Außerdem geht schon viel mehr jetzt mittlerweile. Dann gehen wir mal hoch. Hallo, Impi! Mensch, ich bin doch noch gar nicht so weit. Hallo, Fee! Also, Männchen, du bist dran. Hier kommt Schatten X Auftritt. Hey! Hast du jetzt endlich ein Pokémon? Hast du es? Nö. Ich auch nicht. Hier in der Gegend gibt's keine Trainer und ich fange langsam an, mich zu langweilen. Was? Ein Mädchen namens Belle gibt dir ein Pokémon? Im Ernst jetzt? Tja, der denkt wohl nicht, dass du damit umgehen kannst. Impi. Ah, das ist weiblich, sorry. Fee, Impi. Wenn du ein Pokémon bekommst, musst du ganz lieb zu ihm sein. Genau. Alles klar, dann wollen wir mal dein Pokémon abholen gehen. Ich habe nämlich noch viel vor. Und daher brauche ich neben meinem Partner mein Pokémon auch noch einen männlichen Kameraden, auf dem ich mich verlassen kann. Ganz recht, ich meine damit dich. Du scheinst mir nämlich schwer auf Draht zu sein. Hat er das Sprichwort ein bisschen verdreht? Geh du schon mal heim. Okay, Bruder Herz, bis bald, Fee, bis bald, Impi. Alles klar, dann gehen wir mal los. Zu Belle suchen. Belle suchen. Auf geht's! Darf der mir jetzt noch? Jo. Ja? Jo, der läuft jetzt zu. Ich schlaf mal links rum. Ich bin rechts rum, hier ist nichts. Trainerschule, die brauche ich nicht. Pokémon Center. Warte! Ich war vorhin im Pokémon Center, habe dort aber keine entsprechende Person angetroffen. Okay, das kannst du schon mal sparen. Ja, ich bin in dem Haus. Ich stehe jetzt hier vor so einem Tunnel. Dort geht es zur Route 19. Falls wir hier in der Stadt nicht fündig werden, sehe ich mich nachher dort um. Ich habe ja schließlich meinen Partner bei mir, mein Pokémon. Da ist er auch nicht. Da bei der Laterne und Schild ist eine Treppe. Ah. Da bin ich einfach vorbeigelaufen. Jetzt verstehe ich. Die Aussichtsplattform ist wohl der bekannteste Platz in unserer City. Diese Belle ist also bestimmt dort oben und genießt die fantastische Aussicht. Dann mal los, geh und hol dir dein Pokémon ab. Bleibt er jetzt so stehen? Okay. Ja. Ey, ja, da ist die mit großem Hut, grün, ja. Ist das schön. Hey, du, siehst du das auch so? Oh, ich heiße übrigens Belle. Ich bin Professor Ashes Assistentin. Ach ja, ich suche jemanden. Kennst du vielleicht Impi oder Fee? Jo. Kommt mir bekannt vor. Was sagst du? Du bist Impi und du bist Fee?
Wow, du bist ja genauso, wie alle sagen. Wie sahen denn alle? Übellaunig. Was? Böse. Was? Ja, freut mich sehr. Also, ich möchte dich etwas fragen. Würdest du uns vielleicht helfen, alle Seiten des Pokédex zu füllen? Alle Seiten? Tja, hier kommen doch alle Pokémon vor. Das passt mit unserer Challenge aber nicht zusammen. Na, dann können wir ja mal gucken. Danke, dank deiner Mithilfe wird Professor Eschers Forschung große Fortschritte machen. Außerdem macht es einfach riesig Spaß, die Seiten des Pokédex zu füllen. Kann ich mir das vorstellen. Und jetzt nochmal quatschen. Alles klar, hier bitte. Eines davon soll dein zukünftiger Pokémon-Partner sein. Oh, jetzt komme ihr ins Spiel. Man sieht jetzt noch nicht, was hier ist, ne? Wir werden jetzt einfach. Ihr entscheidet in den Kommentaren, mit welcher Stadter wir loslehnen. Und denke dran, die Typen dürfen im Soul Link nicht gleich sein. Wir wissen ja noch nicht, was dir jetzt kommt. Aber wenn ich ein Feuer habe, darf ich kein Feuertyp an, okay? Soll ich zuerst? Du fängst an mit dem ersten. Mein erster Starter-Möglichkeit ist. Knospi. Pflanze. Okay. Cool. Und du? Mein erster ist Toxiped. Ging schon mal als Soul-Partner, ne? Ja. Käfer und Pflanze, das ging schon mal. Okay, ich gehe nur links. Ja. Murihorn. Ja, Steintyp. Ich gehe dann auch nach links. Rihorn. die zwei gingen dann schon mal nicht als Soul-Partner. Nein. Oh, mein dritter Starter ist Nidoran. Männlich. Das ist ein Gift-Typ. Okay, mein dritter Starter wäre Sharkwap. Kaulquap, Wasser-Pokémon. Okay. Das sind also unsere Starter. Also das Einzige, worauf ihr achten müsst, ihr dürft uns nicht beiden Rihorn geben. Ja, die wir dürften nicht beide Rihorn nehmen. Am schönsten entscheide ihr, die Starter. Ja. Für mich Wasser, Gift, wir warten auf eure Kommentare. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Tief in dir. Was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich auch tu, gibst du mir die Kraft dazu? Was für ein Pokémon bist du? Oh. Yeah.